Ja, liebe Small Cap Investor Abonnenten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Investor Talk. Heute ist Montag, der 3. Juni 2013 und ich hoffe, bei Ihnen schaut es wettertechnisch besser aus als wie bei uns. Leider ist bei uns Land unter und es gibt extrem viele Überschwemmungen, viele Straßenbahnen, aber auch Gleislinien sind blockiert und nicht befahrbar und deswegen hoffe ich, dass es bei Ihnen besser ausschaut und ich hoffe auch bei uns, dass es sehr schnell wieder besser läuft. Ja, was tut sich an den Börsen? Eigentlich ist es relativ ruhig. Fangen wir mal mit dem DAX an. Der DAX hat heute in der Früh sehr schwach eröffnet. Schauen wir uns das nochmal an. Wir sehen also, wir haben da, schauen wir uns die letzte Woche an, wir haben heute mit einem Gap nach unten eröffnet, haben sie dann bei 8,220 einen Boden gefunden, haben dann aber nach oben gedreht und konsolidieren gerade wieder aus. Die Konsolidierung ist meines Erachtens noch nicht abgeschlossen. Wir haben hier irgendwo einmal einen Deckel drauf, der alte Unterstützungslinie, also die alte Widerstände waren vor allem auch in diesem Bereich einmal angesiedelt. Aber schaut irgendwie jetzt anders aus. Vorher, da haben wir auch noch oben natürlich dieses Doppeltop, das ist ganz stark und was natürlich extrem schlecht war, dass wir heute da in der Früh unter diesen Tiefstände gefahren sind. Meine erste Ziellinie ist noch immer 8100 und ich bin irgendwie der Meinung, und das habe ich auch jetzt schon einigen Leuten immer erzählt, ich glaube, dass wir in dem Sommer nicht viel versäumen werden, dass wir im September nahezu dem Level sein wird, wo wir jetzt sind. Und die Konsolidierung, die wir jetzt machen, ist eigentlich nur gesund. Und wir werden dann einige Schnäppchen auch vorfinden, die wir auch dann teilweise zuschlagen können. Ein so ein Schnäppchen ist zum Beispiel meines Erachtens nicht mehr Fan von Apple. Wir haben sie dazu gekauft. Ich finde die Company immer noch klasse. Und ich glaube, dass wir da auch einige positive Überraschungen sehen werden. Der zweite Highlight des Tages war natürlich auch der Goldpreis. Goldpreis nach wie vor nach unten gegangen. Schauen wir uns ein bisschen die jüngere Vergangenheit an. Und zwar haben wir hier einen relativ schönen, schauen wir mal, einen Trend nach oben. Wir haben hier einen relativ schönen Trend nach oben, der leider am Freitag durchbrochen worden ist. Und auch jetzt kämpfen wir mit dieser Marke. Und das ist nicht glasklar. Also Freitag, wie in den letzten Call gemacht, aber am Donnerstagabend haben wir da hier einen schönen Durchbruch gemacht, boom. Aber er hat diesen Durchbruch nicht halten können und das ist eher ein schlechtes Zeichen und vielleicht haben wir auch noch einen Tipp nach unten. Aber was generell sehr positiv ist und das schaue ich, dass ich das jetzt Ihnen gleich mal finde, das ist dieser Indikator. Sie wissen ja, ich zeige es Ihnen jede Woche. Das sind die COT-Taten. Der Händler von der Chicagoer Börse und wir sehen, das sind die Commercials und wir sehen da, dass das heißt, dass da 250.000 Kontrakte short waren und zwar von den professionellen Marktteilnehmern, von den Commercials sogenannten. Das sind die professionellen Händler bzw. die Produzenten und die sind klassischerweise short. Wenn Sie jetzt der Produzent sind, wollen Sie ja, und das ist das Ursprung des Hedges, Ihre Produktion absichern. Das heißt, Sie wissen, Sie werden in diesem Jahr 100.000 Unzen produzieren. Sie wissen auch Ihre Kosten, da wollen Sie sicher sein, dass Sie auch Kosten verdienen, nicht, dass irgendein Markteinbruch ist und irgendeiner findet eine unglaubliche Goldmine, wo er 10 Millionen Unzen im Jahr produzieren kann mit $100, dann wird der Preis zusammenbrechen. Nein, das wollen Sie verhindern und deswegen sichern Sie Produzenten teilweise ab und deswegen sind die Produzenten immer auf der Short-Seite. Und wir sehen, dass hier ein dramatischer Anstieg war, das heißt, sie haben ihre Short-Position dramatisch nach unten gefahren und das zeigt, dass natürlich die eigentlich nicht mehr dran glauben an einen nachhaltigen Preisverfall bzw. nicht bereit sind, zu diesen Preisen am Markt zu verkaufen. Und das führt dazu, dass dort natürlich ihre Kontraktanzahl fällt, weniger Leute short sind. Hier das Graue ist der Goldpreis. Und hier das Grüne sind die
die kurzfristigen Spekulanten, die sind nahezu flat. Und das ist, läuft eigentlich immer parallel. Die langfristigen Spekulanten haben auch ihre Positionen aufgebaut. Das heißt, die sind klassisch long, die sind klassisch short. Beides zeigt davon hin, dass eigentlich der Markt eigentlich ausgereizt ist und dass nach unten kaum mehr Potenzial besteht. Wenn es nach oben geht, wissen wir nicht. Ich bin mir sicher, viele Marktteilnehmer warten auf die neuesten Zahlen von Asien, und zwar wie stark das dort die Nachfrage war. Die Zahlen dürften bombastisch werden. Man erwartet jetzt schon, dass China zum Beispiel dieses Jahr fast, oder China-Indien dieses Jahr fast 88.000 Unzen importieren werden. Und das ist natürlich deutlich mehr als im Vorjahr. Also man rechnet im zweiten Quartal mit einer Steigerung um, also eine Verdoppelung der Nachfrage aus Asien. Und das ist schon enorm. Also es bin ganz spannend, das ist ein spannendes Spiel, was da momentan läuft, und wir können gespannt sein, wie es da weitergeht. Es ist noch nichts in trockenen Tüchern und wir kämpfen, wie gesagt, mit dieser Linie. Eine interessante Meldung habe ich heute auch noch gesehen. Sie wissen ja, ich schaue mir sehr stark den Öl- und Gasmarkt an. E.ON, der deutsche Energieversorger, hat einen Kontrakt geschlossen mit einen kanadischen Gasproduzenten, und zwar man will 5 Millionen Tonnen LNG, das ist also verflüssigtes Gas, jährlich abnehmen. Leider ist der Terminal erst in der Planungsphase und wird erst ab 2020 in Produktion gehen. Wenn das passieren sollte, würde das eine unheimliche Entspannung für den Gasmarkt bedeuten. Es würde der Gaspreis in den USA steigen und bei uns dementsprechend nach unten kommen. Und von daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren auch passieren wird. Das Problem ist halt, es dauert einfach Zeit, bis so eine Infrastruktur aufgebaut ist. So ein Terminal ist nicht like this, sondern das braucht seine Zeit. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass solche Deals in den nächsten Monaten mehr veröffentlicht werden, und es gibt auch mobile LNG-Terminals, das heißt, die sind Terminals auf dem Schiff, wo das Gas aufs Schiff gepumpt wird, dort wird es verflüssigt, gleichzeitig gelagert, und wenn es dann auf ein anderes Schiff übergeführt und von dort geht es dann in die Heimat, und vielleicht kann man das eigentlich in Zukunft relativ schnell bewerkstelligen, sodass Kanada seine Überschussproduktion, die es in den USA nicht mehr brauchen wird oder gebraucht wird, dort ablehnt. Ja, sonst ist der Markt relativ ruhig. Wir werden jetzt einmal sehen, was die US-Märkte uns bringen. Hier erwarten wir halt nicht zu viel, wahrscheinlich eine Gegenbewegung zu der gestrigen, also zur freitagigen Abwärtsbewegung, und wir können ganz gespannt sein, was dann uns die Woche bringt. Wir sehen uns diese Woche noch, und ich wünsche viel Spaß bei Ihrer Veranlagung.